So sieht das Wasser aus. Wenn man kaltes Wasser umstellt, dann wird es richtig rostig. Was es ist, kann ich nicht sagen. Hier haben wir das Landratsamt in Seelow, wo auch die Umweltabteilung beisitzt. Und auch dahingehend haben wir den Verweis gelenkt, dass das Wasser mit Rost ankommt. Leider folgt bis jetzt keine Reaktion. Einmal vor einem halben Jahr, also im Monat Mai, und jetzt im Monat Oktober, nachdem der Wasserzähler gewechselt wurde und wie wir schon sagten, klar zu sehen war, dass das Wasser rostig reinläuft von Außenleitungen, ist keine, also vom Umweltamt ist keine Antwort erfolgt. Scheinbar arbeitet man mit dem Wasserbetrieb in Seelow eng zusammen, wie man auch auf die politische Präsenz verweisen darf, was auf der Homepage beim Wasserwerk zu sehen ist, dass Funktionäre aus der Politik dem Verband vorsitzen. Wie gesagt, das ist halt die traurige Realität in Deutschland, dass man Ausländer so ausgrenzt.